willkommen. Wir machen noch eine Runde mit unserem Magier. Ihr hört, es ist noch das alte Mikrofon. Ich habe hier schon ein bisschen vorproduziert. Deswegen entschuldigt bitte die Qualität. Aber macht ihr nichts. An der linken Seite seid ihr das Deck. Ihr könnt auch eure Verbesserungen schreiben, wenn ihr entsprechende Empfehlungen habt. Und unsere Runde geht gegen den guten Sejan. Die Jagd beginnen. Einen so Jäger. Deswegen halten wir uns schön zurück. Aber unsere Starthand sieht auch gar nicht so schlecht aus. Na gut, es sieht auch nicht ganz schön aus. Aber der hier ist natürlich sehr, sehr schön als Beginner. Da wir eben hier mit wenig Figuren sehr, sehr viel Schaden reinhauen können. Und er spielt in der ersten Runde nichts. Wir sind dran. Wir coinen raus und spielen gleich unseren Armani-Berserker. So. Ich hoffe, dass euch meine Erfahrung. Er hat nur eine Ingenieurslehrling. Das bringt ihm natürlich überhaupt nichts, weil ihn können wir jetzt umwaffen. Den soll ich töten. Und hauen ihm jetzt wunderschön 5 Schaden ein. Und mit ihr kann er natürlich nichts hier gegen uns direkt machen. Weswegen wir in der nächsten Runde dann auch zum Beispiel den Akolyten spielen. Legt euch nicht mit Zahler an! Okay. Die ist lästig. Ah, und so kriegt er uns natürlich ein. Gut, macht aber nichts. Sana macht 2 Schaden. Er macht 1 Schaden. Das heißt, wenn wir ihn ausspielen, haben wir die Chance, 2 Karten zu bekommen. Lass die Schmerzen genau sprechen. Probieren wir abzuziehen. Dass er uns diese 2 Karten jetzt schenkt. Er hat noch irgendwas anderes. Ah, er hat ein Fass noch. Okay, naja, zumindest mal 1. Gut, Runde 4. Es liegen 3 Schaden von ihm drauf. Seinen ersten 5er hat er gerade eben ausgespielt. Das heißt, wir haben jetzt eine Front gegen uns da liegen. Und das ist eigentlich immer eher die Chance für unser Wasserelementar. Das war's. Da er hier auch mit einem 5er eigentlich nichts machen kann. Und beide Figuren verlieren würde, wenn er uns direkt angreift. Deswegen wird er das wahrscheinlich vermeiden. Aber er sieht natürlich eine hohe Karte hier liegen. Okay, er spielt einen Bussard. Das ist Runde 5. Und spielt er jetzt wirklich schon einen Lass die Hunde los? Okay, er spielt beide. Seinen Kartendrawer werden wir ihm gleich wegnehmen. Den dürfen wir nicht dran liegen lassen. Gleichzeitig sollten wir hier natürlich irgendwas hinlegen, deswegen spielen wir einmal ihn. Nehmen seine Karten vor. Und es reicht uns. Eine Karte liegt, keine Chance, wir lassen die Hunde los. Und sein einer Wolf ist natürlich auch eklig. Aber wir spielen einfach nicht das, was er will. Er spielt noch einen. Ich lass die Hunde. Und baut sein als Tank auf. Gut, auch damit können wir leben. Der ist eklig. Macht uns aber nichts, weil wir haben 2 schöne Argumente, die dagegen sprechen. Deswegen, wir nehmen ihn weg. Dann spielen wir ihn zu einem Schaf. Und nehmen seinen Wolfi weg. Das war's. So. Wieder sieht alles recht ruhig aus. Wir haben wenig Karten da. Er hat auch wenig Karten da.
Aber wir machen eben halt eben echtes Leben schwerer damit. Eine Raketenschütze in die. Bedeutet, er hat nicht arg viele Möglichkeiten. Er möchte uns aber das Leben schwer machen. Und wir können jetzt erstmal ihn hier rausnehmen. Hier macht uns auch Ärger. Damit haben wir immer noch einen Fünfer. Was bedeutet ein schöner Moment, um eben ihren eine Knappe zu spielen. Wir haben Kartenoberhand, wir haben Bordoberhand. Und sein Kartenzieher hat er auch nicht mehr. Und er macht reine Verzweiflungstaktiken. Sieht man recht schön. Die Karte weiß er nicht, was er spielen soll. Ich kämpfe. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal ihn weg. Geben ihm die Karte. Das soll uns recht sein. Wir haben hier 5 liegen. Das ist keine Angriffsposition für ein Lass die Hunde los. Deswegen hier noch 1. Und ich kann noch eine 4. Karte ausspielen. Sondern wir machen den Schaden direkt. 3 reichen uns auf dem Feld. Das sind 11 Schaden. 12 mit unserer Fähigkeit. Das sollte langen, um in 2 Zimmer schön ist. Er kriegt auch nicht ein Schweini. Nein, er kriegt den Tank. Und bekommt den Angreifer. Gut, jetzt müssen wir leider unseren schwarzen Ritter ausspielen. Ist aber auch nicht schlimm. Der kann nichts. Der macht nichts. Und wir gehen den Rest direkt ihm ins Gesicht. Ach, shit. Habe ich mich da jetzt gerade eben so verrechnet? Na, ich habe mich verrechnet. Schade. Naja, aber nicht schlimm. Okay, er probiert uns möglichst schnell runter zu hauen. Macht aber nicht. Erst nehmen wir ihn weg. Mit hier gehen wir hier direkt drauf. Der Eber kommt weg. Und ihn spielen wir auf 7. Er könnte einen Jenkins bekommen. Deswegen schützen wir uns einfach noch ein bisschen. Und spielen noch die als Absicherung rein. Damit er einfach keine direkte Möglichkeit hat. Und spielen noch einen zweiten Burger. Das war's. So. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr passieren. Er kann. Ah, er hat einen 5er Bogen. Das ist direkt auf uns. Bekommt natürlich auch den Schaden rein. Gut gekämpft. Und gibt auf. Ja. Also, eine schöne Runde. Na gut, wir sind ja noch im oberen Drittel, da sollte eigentlich auch noch nicht ganz so viel passieren. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein paar Anregungen gegeben. Ich habe schon gehört, vielen Dank an den guten Fabian, der auch geschrieben hat, dass er es recht gut findet, dass ich erkläre, was ich in dem Moment denke. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, ihr dürft das Podcast nutzen. Ihr dürft auch gerne weitere posten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Anregungen habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bye bye.